Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer weiteren React-Time-Folge. Und heute schauen wir uns zusammen die Twitch Clips Germany an. Und die haben ein Jubiläum, und zwar die Folge 200. Bevor wir aber da reinstarten, kurzer Disclaimer meinerseits, dass diese Sendung kann Werbung enthalten. Diese ist nicht finanziert, also wenn sie kommt, dann habe ich die einfach so getroppt. Und deswegen steht da oben Dauerwerbesendung. Nur so zur kleinen Info. Das ist also gewollt, aber hat nichts damit zu tun, dass ihr hier da mit Dauerwerbung berisselt werdet. So, wir starten rüber in den Live-Bereich. Und da seht ihr auch schon den Bildschirm. Wir schauen uns zusammen an, was es mit der Folge im Jubiläum heute auf sich hat. Aber Jubiläum heißt natürlich wegen der Folge 200. Hi, du geiles Stück Dina. Und herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Ich will dir nicht sagen, was du tun sollst, aber schau die Folge, lass einen Daumen hoch und vielleicht, aber auch nur vielleicht, abonnierst du diesen Kanal. Ja, war ein schöner Einstieg, auch wenn es sehr interessant war, was da so kam. Aber das mit dem Daumen hoch und dem Abo ist ganz gut, vor allem wenn ihr hier auf YouTube unterwegs seid, das im Nachgang guckt, nachdem wir das auf Twitch zusammen live gestreamt haben, dann könnt ihr das nämlich unten schon mal machen. So spare ich mir das am Ende vielleicht. Nein, natürlich, am Ende kommt das nochmal. Gut. Aber eins muss ich sagen, erstmal geile Ansage, geile Stimme. Da wird man ganz wuschig. Nein. Aber das Mikrofon. Das ist so mein großer Traum, irgendwann mal das zu besitzen und hier zu nutzen. Aber ich bin trotzdem mit dem hier ganz zufrieden, ehrlich, ja. Genau. Und jetzt geht's weiter. Geil! Ja! Scheiße! Der Moment, in dem du feststellst, dass du die Trägerraketen vergessen hast, an die Hauptrakete anzupacken und nur die Trägerraketen absterben, wollte ich gerade sagen. Abheben, das ist natürlich lustig. War geil. Also schnell, merkt, wenn ihr dieses Spiel spielt, baut die Raketen ordentlich zusammen. Das ist wichtig. Noch mal neu. Oh, oh. Ob das gut geht? Oh. Nein. Au! Au! Ah! Ah! Autsch! Das tut ja schon vom Zugucken weh. Obwohl. Geiler Move. Warum verhaut die ihren Tisch? Der arme Tisch, der kann doch gar nichts dazu. Aber trotzdem, geiler Move, muss man sagen. Also ich könnte es nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Abgesehen davon, am Ende das mit dem Kopf wegknicken, ich sag jetzt mal, auch wenn das natürlich blödsinnig ist, aber jeder Chiropraktiker schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Und ja, jeder Orthopäde auch. Also ist nicht gut, ganz ehrlich. Nicht gut für den Hals und die Halswirbel. Und das kann auch ganz böse enden. Also macht das nur, wenn ihr es wirklich könnt. Ich hatte so viele Virus damals, oh, mein erster Laptop, oh, ging mir auch so. Jedes Kackspiel runtergeladen im Internet, auf jeder Drecks-Website gewesen, ne? Also wirklich alles ausprobiert. Da gab es so viele Webseiten, X-Hamster, nein. Ja, also, erstmal, du meinst, sie hat den Tisch verhauen, weil der Kopf weggeknickt ist. Okay, gut, ja, das könnte natürlich durchaus sein. Zu diesem Stream gerade eben, ja, für die Leute, die es noch nicht wissen, aber die meisten, die hier zuschauen, wissen es ja, ich mache ja eine Umschulung zur Fachinformatikerin und wir hatten jetzt gerade so die Woche dieses Thema mit Viren und so weiter und Schutzanalyse für Systeme, die wir dann irgendwann mal aufbauen werden und da hatten wir das auch mit diesen viele Viren und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zwar auch schon mal ein Virus, aber das ist eher bei mir die Seltenheit, weil ich schalte mein Gehirn vorher ein, bevor ich etwas runterlade. Und ich gucke nach, wo ich etwas runterlade. Und ich sag mal so, zu der Zeit, wo ich noch exzessiv Dinge getauscht habe, so auf dem Schulhof, das ist ja lange her,
Da haben wir uns über Viren noch keine Sorgen gemacht. Da gab es die auch noch gar nicht. Da hat man dann die kleinen Disketten getauscht. Für die Leute, die das nicht wissen, das ist ein veralteter Datenträger. Also es war noch vor der CD. Für die ganz Jungen, die das noch gar nicht wissen. Hat mir nämlich die Tage auch, dass wir festgestellt haben, wenn jemand gefragt, was ist eine Diskette, die meisten heute wissen gar nicht mehr, was das ist. Und ja, genau. Also Vorsicht beim Runterladen, denkt lieber zweimal nach, bevor ihr was runterladet. Weil am Ende, wenn ihr das Falsche runterladet, kann es euch passieren, dass ihr am Ende mehr drauf bezahlt, als wenn ihr das gleich gekauft hättet. Einfache Fahrt. Jo. Hi. Alter. Okay, jetzt bist du selber schuld. Jetzt kriegst du Geld für den Supermarkt. Genau, ja. Oh, ich hab hier noch 5 Cent. Nee. So. Weg mit dir. Boah, das ist viel. Also, ich sag mal so. Würde das mit mir ein Busfahrer machen, würde ich auf das Geld... Denn was würde ich ihm knallhart aus der Schale nehmen und an den Kopf schmeißen? Weil sowas geht überhaupt nicht. Auch wenn es jetzt so ein Spiel war und es eigentlich witzig sein sollte und es ja, ein virtueller Fahrgast war. Aber, liebe Busfahrer, Freundlichkeit wird manchmal auch zurückgegeben. Hatten wir gerade die Tage, da war ich mit meinem Mann unterwegs. Obwohl, das ist glaube ich schon eine Woche her. Und da sind wir aus Bus ausgestiegen. Wir sind eingestiegen. Wir waren fast alleine unterwegs. Und weil es ziemlich spät war und der Busfahrer, wir haben ihn begrüßt, er hat zurückgegrüßt, wir sind ausgestiegen, er hat gewunken und Tschüss gesagt. Das war richtig toll, also so finde ich das in Ordnung. Und wir hier in Frankfurt kennen ja auch den Bahnbambu, der auch immer tolle Sprüche bringt. Ich finde ihn super und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit ihm in der Straßenbahn unterwegs bin, also wenn er Fahrer ist. Da. Genau, weiter geht's. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Wunderbar. Wir sind unverwundbar. Gehen wir schnell zum Boss der Map. Hier können wir jetzt einfach drin stehen bleiben. Wie lange sind... war der Buff weg? Ja, wow. Der Buff war weg. Ja, Augen auf beim Buffen. Manchmal geht der Buff nämlich schneller weg, als man denkt. Und dann sollte man eben nicht mittendrin stehen bleiben. Und ja, genau. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Gerade wenn man in etwas steht, was den Buff aufteert, ist man dann ganz schnell dabei. Wir machen weiter. Das machst du auch nur so lange, bis er das Ding hat, ja. Schau, dass das Rohr nicht länger ist. Ey, das war jetzt aber zweideutig. Schau, dass das Rohr nicht länger ist. Also wirklich. Ich hätte mich ja tot gelacht, wenn der Hund sich an diesem Ding verbissen hätte. Und sie dann, ihn nicht mehr losgeworden wäre. Aber trotzdem fand ich das irgendwie, ich weiß nicht, also, der Clip hat mir jetzt gerade nichts gegeben. So ein bisschen hier hoch. Ah. Oh. Scheiß. Au. Ja, ja. Okay, wir lassen das. Ja, wenn man so über einen Baumstamm auf einem Flüsschen oder Bächlein balanciert, dann sollte man sich auch darauf konzentrieren und nicht irgendwelchen Blödsinn machen, weil es vor der Kamera gerade gut kommt. Ja, kein Mitleid. Kein Mitleid, dass sie da im Wasser gestanden hat. Sie kann auch vor Glück sagen, dass die Kamera keinen Schaden genommen hat. Denn das hätte ja auch noch passieren können. Mhm. I don't know. I should really check my mails. I mean mails. Sorry, I'm gay. viel zu viele Informationen, die ich gar nicht haben wollte. Und das Spiel hat es wohl auch nicht so ganz verstanden. Er ist nicht gerade nett zu fremden. Siehst du den Draht? Entschuldigung.
Da war ich von eurer Schrecke. Ich dachte, jetzt wird es sowieso gleich dunkel. Nein, wurde es nicht. Aber ja, siehst du den Draht? Ja, das ist natürlich eine durchaus interessante Aussage. Vor allen Dingen, weil man dann das impliziert. Draht, Bombe oder Granate. Also Vorsicht, wenn ihr bei solchen Spielen durch die Gegend lauft, nicht einfach rennen lassen und die Hände von der Tastatur nehmen und Autolaufen anmachen. Das ist manchmal gar nicht so gut. Weil der Fall Guys. Der Matteo, der hat für mich neue Kategorie Hölle auf Erden entwickelt. Aber weißt du, der kann eh nicht reden, der lebt im betreuten Wohnen. Der kann ja nicht mal alleine leben. Wie alt ist denn der? Ja, der ist schon Ende 40. Ist schon über 40? Ja. Matteo? Ja. Ist 40 plus? Ja. Oh mein Gott. Ja. Matteo. Jetzt sehe ich ihn aus einem ganz anderen Licht. Ja. Matteo. Ja. Also ich fand jetzt das Spiel im Hintergrund ein bisschen interessanter als das Gespräch im Vordergrund, aber mit 40 im betreuten Wohnen. Ja gut, manche Leute brauchen das halt, also die können nicht allein. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass sie nicht fähig wären, allein zu leben. Nur im betreuten Wohnen kriegt man natürlich Unterstützungen bei bestimmten Sachen. Also man kennt ja zum Beispiel die Messis, die viel ansammeln. Für die wäre betreutes Wohnen natürlich durchaus praktisch, weil die lernen können dann dadurch durchaus lernen, dass man auch mal loslassen muss an Dingen und nicht alles aufheben muss. Dafür ist das zum Beispiel gedacht mit. Genau. Also ist gar nicht so schlecht. Aber sich darüber witzig oder lustig zu machen. Ja, okay. Wer sieht sich nicht gerne am Geburtstag brennende Häuser an? Kannst ja auspusten, dir was wünschen. Das war fies. Ey, Schatz, du hast mich doch die letzte gefragt, was ich gerne an meinem Geburtstag machen würde. Wie wär's? Wir schauen uns ein brennendes Haus an. Nein, natürlich nicht. Aber ich will auch keine, also einen Kuchen hätte ich schon gerne, ja klar. Du backst dir jetzt so gerne, aber es müssen keine Kerzen drauf sein. Also Kerzen nicht, also Kuchen ja, Kerzen nicht. Also erstmal geiles Lied, geile Interpretation. Was mich an dem Ganzen jetzt irritiert, ich kenne den Avatar ja schon länger und normalerweise schreit sie ja gerne mal. Was mich jetzt irritiert hat, ist dieses Dauergrinsen, so dieses das war irgendwie etwas komisch. Genau. Ja, ich weiß, schreib's doch so, dass es jeder sieht. Du weißt, dass das jetzt im Video getrackt ist und jeder weiß, dass ich über 50 bin. Und wieso auf Muffins? Ich will einen Kuchen eine Torte. Kein Muffin. Oder du kannst auch Muffin machen, aber dann ist der Muffin bitte schön mindestens so groß. So, mindestens. Also, genau. Ja. Aber wie gesagt, Kerzen brauche ich gar nicht, weil... Stell dir mal vor, du müsstest dafür jedes Jahr eine Kerze draufpacken. Dann hättest du viel zu tun. Mehr mit den Kerzen als mit dem Backen. Dann weiß ich. Nein, da oben. Ah, da oben? Der hängt da oben im Baum fest. Ja, aber das war der, was ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieser Dialekt. Also es gibt Dialekte, die kann man sich anhören. Und es gibt Dialekte, die braucht man nicht. Hatten wir die Tage in der Schule auch. Da hatten wir ein Video uns angeguckt mit einem Schweizer. Ich finde den Schweizer Dialekt ja so manchmal ganz lustig, aber bei Erklärvideos geht gar nicht. Der ist schon... Man macht so Feder... Hä, nee, wie macht man das denn? Mach doch mal. Achso, du musst aufmachen. Wo soll ich hinpusten? Feder, Stein, Feder, Feder. Aber dann guckst du ja zu mir. Ja, du sollst ja auch pusten. Du sagst das doch nicht zu dir selber. Was ist mit dir? Ja, du hast recht. Du machst doch nicht... Hallo, Federfeder, Steinfeder, Feder, aber ich habe vergessen, was du sagst. Also erstmal ist dieses Ding schon uralt. Und dass man nicht weiß, dass man das nicht zu sich selbst macht.
Das ist der Moment, in dem du feststellen solltest, dass das Streamen für dich nicht mehr geeignet ist. Genau. Du kannst. Ja, Kistenkater, wir wissen doch, du bist sehr behütet aufgewachsen. Um nicht zu sagen, abgeschottet. Du hast viele Dinge einfach verpasst. Ja, das wissen wir ja. Thema Kultur bei Hause. Damit haben wir es geschafft. Gleich kommt der Erschreckungsmoment. Hallo? Ah! Oh mein Gott! Was ist da passiert? Ja, bitte? Ey, das war geil. Der Abschluss war das Geilste. Aber ich wusste doch, dass der Erschreckungsmoment kommt und dass Anne sich so geil erschreckt. Das finde ich auch immer lustig, wenn ich bei ihr zugucke und sie sowas spielt. Und dann dieses Oh mein Gott und Holly kommt rein. Ja, bitte. Das passt jetzt so geil. Aber ihr wisst ja, ich liebe es, wenn sich Leute in Horrorgames erschrecken. Wobei, bei Anne ist es so, dass wenn sie sich erschreckt, sie weiß das, dass man sich bei Horrorgames erschrecken tut. Viele andere, die tun dann immer so, wäre das völlig überraschend, dass man sich in einem Horrorgame erschreckt. Aber das war gut. Das war gut. Das hat mir gefallen. Gruselig, Pony. Wegen dir kriege ich Gänseblümchen. Nein, wie heißt das? Gänseblümchen? Goosebumps. Wie heißt es denn? Ich krieg Gänsehaut. Ich meine, ich krieg hier so wie Pickel. Wie nennt man das denn? Diese Punkte. Entenpelle. Ping mich nicht. Wie heißt es denn? Ich krieg Punktehaut. Ich krieg Gänsehaut. Ja, stimmt. Gänseblümchen. Ich meine Gänsehaut. Gänsehaut oder Entenpelle. Genau. Oder Erpelhaut. Erpelhaut? Ja gut, das ist für die männlichen Leute. Aber ja, das kenne ich und das habe ich auch öfters. Gerade wenn es so geile Liederinterpretationen gibt oder eine geile Szene kommt oder so, dann habe ich das auch, ja. Ja. Aber ich weiß wenigstens, wie das heißt. Ich muss mir das nicht vor meinem Chat sagen lassen. Ah, wie in der Horror Game. Ist das ein Kopf? So ein kackbilliger Jumpscare. Da bin ich doch jetzt mehr sauer, als dass ich mir erschreckt habe. So ein Dreck. Ja, ja, von wegen, da bist du jetzt eher sauer als erschreckt. Ja, du hast dich aber ganz schön erschreckt, mein Lieber. Also nur mal so gesagt. Ich fand das aber trotzdem geil. Ist das ein Kopf? Oh, blab. Ah. Geil, geil. Ah, oh, das kenne ich leider nicht. Weiß nicht, das kenne ich leider nicht. Also ich hab's schon mal so. Also ich weiß, wie es aussieht, aber ich hab's nie gesehen. Da haben wir ihn wieder. Den Spruch der Woche. Ich weiß, wie es aussieht. Ich hab's nie gesehen. Ja, genau. Das ist so. Sowas ist ja, genau. Also, da hast du ihn wieder. Kistenkater kann sich freuen. Ja. Ich hab. Style und das Geld? Genau. Ich hab. Das Ganze bei der falschen Person landet und dann ein viraler Internet-Hit draus wird. Ja. Aber eins noch dazu, wenn das passiert, dann habt ihr es geschafft. Dann seid ihr wirklich gut. Da fällt mir ein, ich hab's noch nicht geschafft. Kann ich mal das Feuer ausmachen? Das nervt. Das Geräusch nervt. Okay, ich mach's Feuer aus. Ich hab angemacht. Ja, was denn? Oh Mann, Dalo kennt diese Tricks, dass man irgendwie von woanders Feuer an ausmachen kann, oder? Kannst du wirklich das doofe Feuer löschen? Wie macht denn das Feuer dann anders aus? Ich check's nicht. Es brennt. Matteo, Feuer es löschen. Ist wirklich am Brennen in der Bank. Das gibt's nicht. Mach doch. Er war geschrumpft und hat da in der Ecke gesessen und ich hab ihn nicht gesehen. Ja, solche kleinen Tricks bei Spielen sind ganz lustig.
Und ja, ich habe gerade gesehen, was für eine Gruppe das war. Und ich höre ja auf dem Weg zur Schule über Podcasts und einer von denen ist in dem Podcast immer schön dabei, den ich momentan im Dauerzustand höre, weil ich alte Folgen aufhole, genau. Ja. Deswegen müssen andere Podcaster leider momentan zurückstehen. Aber das war eine geile Szene. Feuer aus, der Kleine macht das Feuer wieder an. Feuer aus, der Kleine macht das Feuer wieder an. Das ist geil. Sowas ist geil. Sowas mag ich auch. Hm. Oh, Candlelight Dinner. Hm, mit Fingern. Also. Nein, stopp. Ich habe Fragen, ganz viele Fragen. Aber ich stelle sie nicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Aber. Hey, Real Life Gaming. Also ich muss jetzt morgen den. Oh! Ey, das war die Telekom-Leitung. Oh, mach. Welche Telekom-Leitung? Die Telekom hat doch die Leitung unterirdisch verlegt und nicht oberirdisch. Also irgendwie habe ich das jetzt nicht so ganz verstanden. Aber es war geiles Real Life Gaming. Au, das sieht nicht gut aus. Ellie, was machst du für Dinge? Das tut doch weh. Ah, das tut wirklich weh. Oh. Ey, also das tut ja schon vom Zugucken weh. Schatz, jetzt kann ich mir vorstellen, wie du dich mit deinen Knien fühlst. Bombe lang. Ja, musst ihn drücken. Nice. Beiseite, Mann! Beiseite! Ja, aus der Schusslinie, weil das Freund-Feind-Feuer ist bei den Handfeuerwaffen nicht eingeschaltet. Also, wenn ihr da durch die Gegend lauft, habt ihr ein Problem. So, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz, weil... Moment. Und wie soll das? Meine Maus ist weg. Nein. Ah, gut, okay, muss doch nicht. Wir können weitermachen. Was war das denn? Das war der schönste Kopfüberpurzelbaum aller Zeiten. Ja, und das kann auf Dauer auch ganz schön böse enden. So, jetzt habe ich meine Maus wieder. Weil wenn man falsch aufkommt, war es das mit dem Kopf. Haha, nein, eher mit dem Hals. Aber gut, das war ja nur eine Spielfigur, da geht das. Aber trotzdem, vorsichtig bei Purzelbäumen. Na, hallo, Guys. Na? Du hast mich umgebracht, jetzt bist du hier alleine mit mir fest. Das ist schon ziemlich tragisch, finde ich, oder? Stell dir einfach mal vor, du hättest dir so einen nervigen Geist gezaubert, den du gar nicht mehr wehtun kannst, weil du ihn schon umgebracht hast und er sitzt den ganzen Tag da und zeigt dir das langweiligste Sach der Welt. Oder das nervigste Geräusch der Welt. Das nervigste Geräusch der Welt ist besser. Und dann sitzt du dran mit... Ist das ansteckend? Ich hoffe nicht, weil dann würde ich nächste Woche ja auch so sitzen. Okay? Ich meine ja nur, also... Mal so am Rande. Ach, PUBG schon wieder. Wenn er Chicken Dinner. Aha, okay. Du kannst doch nicht so gewinnen. Ja klar, hast doch gesehen. Ist das doch... Hast du doch gesehen, dass du so gewinnen kannst. Das ist zwar ein mieser Sieg, aber gut, auf die Dings. Da habt ihr Kistenkarte. Look into turns. Ach, das ist schon alles hoch. Das geht gar nicht höher. Da ist Target Tracking, das ist ein bisschen weird. Wow, Party! Ah, das ging schneller als gedacht! Ah! Oh! Oh! Hölle! Oh, danke, Ulf! Beziehungsweise Schildi, danke. Scheibenkleister. Jetzt habe ich die halbe Sache hier reacted und habe das Mikro stumm geschaltet. Oh, Scheibenkleister. Ja gut, da wäre ich ein Disclaimer in mein Video machen müssen. Das ist natürlich richtig übel. Jetzt weiß ich auch, warum Common Sense so komisch reagiert hat. Ich hatte vorhin kurzes persönliches Problem und hat mein Mikro schon geschaltet. Und jetzt habe ich... Das ist jetzt bestimmt mindestens 20 Minuten. Okay, gut. Ist dahin, aber schön, dass du da bist, Schildi. Ich habe deine beiden Videos heute auch noch drin. Die werden nachher noch reacted, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ha. Wenn man die Community nicht hat, das ist mein Mann, der ist ja normalerweise sonst da und der macht mich auf solche Sachen aufmerksam, aber der ist jetzt gerade, dem geht's momentan nicht gut, der hat sich noch mal hingelegt und jetzt hab ich, oh Gott. Aber machen wir weiter. Das ist mein Trick. Ich gehe ganz oft, gehe ich einfach mit Marcel zusammen, gehen wir so auf den Weihnachtsmarkt oder so. Ja. Er hat eine Kamera dabei und ich ein Mikrofon. Und dann, wir nehmen aber gar nicht auf. Und dann sagen wir immer, ja, lol. Wir machen den Test für das beste Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist lustig. Ja, und das funktioniert. 100%. Das ist lustig. Ich würde sagen, wir haben eine Quote von 8 von 10 geben uns was. 8 von 10, das ist sehr viel. Auf jeden Fall. Also, das finde ich gar nicht gut, dass das passiert, weil nach der langen Durststrecke, in der die Schausteller jetzt hatten, die so zu veralbern, indem man ihnen vorgaukelt, irgendetwas zu testen, nur um etwas umsonst abzugreifen. Nee, das finde ich nicht gut, da bin ich nicht dabei. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich danke immer noch, Ulf, weil das Mikro wieder schon war. Ich weiß, warum es war, weil ich war noch im falschen Fenster. So, jetzt aber. Also ich esse hier nichts, das ist für meine Tochter und das ist so ein Aldi-Brioche-Knoten. Da war der Brioche-Knoten wollte nicht gegessen werden, weil er für deine Tochter war. So, das hast du jetzt davon. Deswegen ist er dir abgehauen. Richtig so. Und das macht man auch nicht, wenn du isst deiner Tochter nicht einfach irgendwas weg. Weißt du, was passiert? Weißt du, was mit alle meine Entchen passiert, wenn du und Moll verwechselst? So kennen wir es, ne? So, was passiert jetzt mit der Ente? Okay, das war jetzt mal interessant. Aber ich muss eins sagen, also das Letztere war jetzt auch nicht schlecht, so von der Tonlage. Aber das würde ich eher spielen, wenn ich die Ente an Weihnachten auf den Tisch stelle. So als Requiem für die Ente. Passt doch. Alle meine Entchen in Moll als Requiem für den Entenbraten. Also es ist auf jeden Fall witzig. Also ich finde generell so witzige Sachen ultra lustig. Moment. Hatten wir heute nicht schon mal den Spruch der Woche? Jetzt haben wir schon zwei. Das könnt ihr nicht machen. Hey, das könnt ihr nicht machen. Welches der beiden Mottos sollen wir jetzt nehmen? Naja, also Kistenkader würde sich jetzt doppelt freuen. Der fandet diesen Spruch nämlich immer wunderbar. Genau. Aber weiter. Kätzchen, wartest du eigentlich immer nur, bis die da auftaucht? Wow. Geiler Move. Ich glaube, die Katze wollte an deine Mütze. ich habe ja auch eine Katze. Oder wir haben eine Katze, so. Und bei mir macht die das nicht. Bei meinem Mann schon. Ich weiß nicht, irgendwie traut sie sich bei meinen Sachen nicht, sie anzufassen. Und zu beschädigen oder irgendwas dran zu machen, wenn ich sage, nein, das machst du nicht, dann lässt sie das. Also bei meinen Sachen. Bei meinem Mann ihren Sachen, da macht sie da. Sie klettert rum, sie springt hin und her, sie klettert über ihn drüber. Jetzt ist die Frage, wen von uns respektiert sie mehr? Granate! Oh, shit. Nein! Oh. Ja, so kann's gehen. Ich sag's immer wieder, Augen auf beim Granatenwerfen, damit ihr euch nicht selber umnietet. Ja, ganz viel Brot, ganz viel lecker Liebe essen. Boah. Ey, dieser Spruch, der da oben eingeblendet war, ich bin keine militante Tierschützerin, aber nee. Ich weiß, es gibt für einige zu viele Tauben in den Städten.
Und ich warne Tauben auch immer, wenn ich unter ihnen durchgehe, dass sie sich ja nicht erleichtern sollen. Aber bitte nicht mit Hülsenfrüchten füttern. Und Brot, wenn es unbedingt sein muss. Ja, aber auch das ist nicht gut. Wow! Oh mein Gott. Wann hast du das letzte Mal bei mir sowas gemacht? Raus! Raus! Der Moment, in dem du merkst, dass deine Freundin dich nicht mehr so mag wie früher. Ja, ja. Die beiden sind aber trotzdem süß. Also, ich habe noch ungefähr 3% Akku und muss so einen Helga streamen. Ich muss so einen Helga Train starten. Mach da mit. Wie wär's mit Killer Gator? Nee, das ist Helga, ist Tradition. Du musst hier Helga rufen. Okay. Das ist Tradition. Du fängst an? Helga! 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 Ich bin ja noch nicht so lange in der Streaming-Szene unterwegs, aber muss mir das was sagen? Also ich habe nichts gegen den Namen Helga, man kann ihn gerne auch rufen, aber das war jetzt irgendwie weird. Magna. Magna. Magna? Magne. Magna? Magna. Es passiert nichts. Ey, das ist heute schon fast meine Wunscherfüllung. So viele Horrorvideos drin, wo sich die Leute erschrecken. Ich find's einfach nur geil. Ja, ihr wisst ja, wenn ihr öfters die Videos im Nachgang schaut, ich liebe es, wenn Leute Horror-Games spielen und sich dann erschrecken und so tun, als wüssten sie gar nicht, dass sie ein Horror-Game spielen, bei dem man sich erschrecken tut. Ich find's gut. So. Super, links. Ah! Jawohl, alle down, ihr könnt euch füßen. Ah, yippie! Ja, der Moment, in dem du feststellst, dass du doch von so hoch runtergesprungen bist und dass du es vielleicht hättest dich tun sollen. Ja, gut. Warte. Noch greifen sie uns nicht an. Ey, also Sons of Forest, das spielt momentan Kistengarde auch sehr gerne. Und ich muss ihn nachher mal fragen, ob er sowas auch schon erlebt hat. Das war eine coole Szene. Einfach mal so vom Hirsch überrannt. Was anderes machen. Bin gleich immer da. Hol ich mal noch einen Drink. Und ich bring mein Teller runter. Nie leer laufen. Ja. Aber ey, es war ein haltbarer Teller. Ob der von Ikea war? Ich meine nur so, also die Ikea-Geschirrsachen sind ja doch sehr haltbar. Also ich habe hier eins von diesen berühmten Ikea-Gläsern. Das ist mir schon 4 oder 5 Mal runter auf den Boden gefallen, auf Kachel. Und das ist nichts passiert, weder der Kachel noch dem Glas. Habe ich meinen Bogen eigentlich wieder weggepackt? Nee, ne? Ich habe irgendwas getrunken, Chat. Was habe ich getrunken? Ah, das war nicht gut, glaube ich, oder? Okay, wie steige ich hier wieder ab? Und dann, aber so wenn ich... Sie hat's mit den Tränken. Also die Tränketaste hat sie schon wunderbar gefunden. Bei dem Rest muss sie noch ein bisschen üben. Ja. Ich rate in solchen Fällen immer zu zetteln, wenn man nicht weiß, wie man was macht, ins Menü gehen, sich die einzelnen Sachen aufschreiben und den Zettel so legen, dass man ihn sehen kann, dann weiß man, welche Taste man drücken muss, um was zu machen. Ja. Boah, hier hat aber echt Euter. Entschuldigung. Das ist mir gerade richtig rausgerutscht. Ja, das ist aber wirklich rausgerutscht. Also sowas sagt man doch nicht. Und das schon gar nicht mehr im Stream. Also wirklich.
No hate, aber ich finde, rote Haare haben dir besser gestanden. Okay. Wahrscheinlich, weil ich auf den Bildern mit den roten Haaren nackt bin. Nackt, finde ich, steht mir auch besser. Ey, das ist meine Aussage. Wobei, bei ihr würde ich das sogar glauben. Ich mache das nicht. Weder das eine noch das andere. Ich versuche gerade, das Rot aus meinen Haaren rauszukriegen. Meine Friseuse ist schon langsam am Verzweifeln. Oh, das zählt nicht dazu. Nein? Ja, das ist ein schönes Beispiel für alle die, als Warnung so gesehen, die sich überlegen, eine VR-Brille anzuschaffen. Das war jetzt natürlich keine VR-Brille, sondern das war ohne VR. Aber wenn ihr euch sowas anschaffen wollt, dann solltet ihr dafür sorgen, dass ihr rund um das Areal, wo ihr mit der VR-Brille spielen wollt, viel Platz habt. Und keine Möbel stehen, keine Gegenstände, an denen ihr dran stoßen könnt und schon gar keine Sachen, die nicht kaputt gehen dürfen. Gigi! Die Mutter ist das Oval! Die Mutter ist das Oval! Der Vater ist das erste Dreieck, die Mutter ist das Oval und der Sohn ist das zweite Viereck. Dreieck, ich sag schon Dreieck. Oder ich stream echt zu lange. Das ist ein Dreieck, ne? Also, ich habe auf diesem Bild weder ein Dreieck noch ein Oval gesehen. Korrigiert mich, wenn das falsch war, aber irgendwie sah das alles aus wie Vierecke, so, auch wenn es teilweise verschobene Vierecke waren. Ja. Definitiv zu lang gestreamt. Er ist eigentlich auf diese vollkommen bekiffte Idee gekommen, dass, wenn man sich das mal so rein von außen betrachtet, was eigentlich Ostern ist. Ein Typ ist vor 2000 Jahren ans Kreuz genagelt worden, ist dann angeblich 3 Tage später als Zombie wiedergekommen. Und wir heute feiern das, indem wir sagen, dass ein Hase kommt und das Menstruationsendprodukt von einem Huhn bei uns im Garten irgendwo versteckt, damit wir das nicht finden. Bei Ostern nicht aufgepasst, 6 Sätzen. Also, um mal mit diesem Mythos aufzuhören, dass das alles kirchliche Feiertage oder Feste sind. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Keins von denen. Fahrt mal im Winter, also da, wo Jesus geboren sein soll, nach Israel. Ihr friert euch den Arsch ab. Ostern hat auch nichts mit der Kirche zu tun. Das haben die alles nur adaptiert, damit sie die Heiden in ihre Kirche locken konnten. Auf welche andere Weise kann die Christenheit so groß geworden sein? Garantiert nicht, weil die Kirche viele Feste hatte. Na gut, die Kirche feiert Feste, Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Inquisition. Das sind kirchliche Feste, ja. Aber nicht Ostern, Weihnachten und so, nein. Das sind heidnische Feste gewesen, die sie aufgenommen haben. Und das mit dem Ei, gut, der Hase ist so ein bisschen komisch dabei, aber das Ei hat mit der Wiedergeburt zu tun. Genau, so. Gleich geht mein Kaki-Stift. So. Nee. Das ist eine teure Nummer, Freunde. Die dürfen wir nicht wählen. Also, wenn mein Telefon das macht, war es das für das Telefon. Zum Glück macht mein Telefon das nicht. Ja, aber wenn ich das Telefon abheben würde, um selbst zu wählen, und solche Geräusche kämen daraus, nee, das wäre nicht gut. Also, SnowRunner werden wir sicherlich immer mal wieder probieren. Immer mal wieder so eine Folge einstreuen. Ein Digger! Aussteigen, auf die Ohren hauen. Aussteigen, auf die Ohren hauen. Definitiv. Das muss so sein. Also, man kann doch nicht, auch wenn es ein Spiel ist, trotzdem, ich würde aussteigen und mir auf die Ohren hauen. Definitiv. So einen habe ich gestern live gesehen. Den aber nicht. Uh-huh.
gestern ich habe mich mit einem Kollegen auf, in der Schule unterhalten. Nee, stimmt gar nicht. War gar nicht gestern, war vorgestern. Gestern waren ja kaum Leute da. Vorgestern in der Schule unterhalten und guckte so aus dem Fenster raus. Und wir gucken ja auf eine große Straße hier in Frankfurt raus. Und da fuhr wirklich ein Wagen in der Form vorbei. Das war echt geil. Richtiges Gold. Ich mag so dekadente Wagen eigentlich sonst nicht. Aber der sah richtig cool aus. Gerade vor allem, weil es auch gerade sonnig war, passte perfekt. Was u up a guy salt? Au, das war ein bisschen laut, aber nur ein bisschen. Und wieder so ein typisches Horror-Game. Man erschreckt sich und weiß nicht, was man tun soll. Ja, typisches Horror-Game. 2000 sind. Was schätzt ihr? Wie viel Prozent der Säugetiere sind noch Wildtiere? Ich hab keine Ahnung. 6%. Ganze 6%. Okay. Das war wirklich gerade. Also das hätte ich... Ich hätte jetzt nicht mit so wenig gerechnet. Obwohl. Bei dem, was der Mensch mittlerweile diesem Planeten angetan hat. Ich hatte gestern auf Facebook die Frage in einer Gruppe, was ist das Schlimmste, was diesem Planeten, auf dem wir leben, passiert ist? Und ein Bekannter von mir hat drunter geschrieben, der Mensch. Ich habe ihm zugestimmt. Weil ohne Mensch wäre die Erde besser dran. Wir hätten zwar nicht so viel Spaß, aber ohne Menschen wäre sie wirklich besser dran, ja. Wow, holy moly, ey. Hey, das war cool. Aber aus eine Frage. Wieso standest du noch? Du wurdest angeschossen. Komisches Spiel. Da wird ja einem vom Zugucken schon jetzt schlecht. Jetzt gesagt. Wow! Wow, okay! Oh mein Gott! Okay! Oha! Ey, ich krieg Angst beim Zugucken. Er hat so einen roten Kopf bekommen jetzt. Gut, dass ich noch nicht gefrühstückt habe. Da wird ja einem vom Zugucken schon schlecht. Ganz übel. Aber jetzt wisst ihr, was ihr mitmachen müsst, wenn ihr zur Bundeswehr wollt. Das kenne ich, das mache ich auch gerne. Tja, das war mein Frühstück. Okay, also mein Frühstück wäre es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich esse dann doch lieber mein normales Frühstück. Aber das mit der Sahne in den Mund spritzen aus der Sprühdose, das mache ich auch gerne. Ja. Merkt man leider. Merkt schon, ihr seid alle nicht gut geeicht für einen festivalstressigen Tag. Ein Tag, das waren drei. Ja, deswegen heißt es ja auch Festival, weil es länger geht. Ich habe demnächst, glaube ich, mal wieder so ein Festival vor. Also spätestens im nächsten Jahr, in diesem Jahr weiß ich es noch nicht. Weil dieses Jahr wird noch ein bisschen stressig, aber das muss ich mal gucken. Ich hatte nämlich von einer Freundin eine Anfrage, auf ein Lab mitzugehen. Das wird dann wieder etwas, ja. Weil noch nicht feststeht, genau wann das jetzt stattfindet, die ist das noch am Plan. Das soll aber in den nächsten zwei Wochen abgehakt werden. Und dann mal gucken, vielleicht gehe ich dieses Jahr mal wieder auf ein Lab. Nicht gut, gar nicht gut. Nein, nicht gut. Nein, nicht gut. Nein. Cool, okay. Einfach die IT-Lösung, Chat. Nee, das ist nicht die IT-Lösung. Definitiv nicht. Wir benutzen andere Dinge dafür. Aber nicht die Maus. Die Maus nicht. Außer es ist eine Maus, die wir nicht benutzen. Dann kann man das natürlich auch machen. Und weil ich sage, wir machen das nicht, ich lerne ja in der IT. Big Engels, the specter is haunting Europe, the specter of communism.
Comics. The powers of old Europe have entered into a holy alliance to exorcist the specter. Ist das jetzt die Folge davon, dass ich gesagt habe, es gibt kein Textlimit? Radicals und German Police Spieß. Where is the party in opposition that has not been decreed as communistic by its opponents in power? Ja, das, jetzt wisst ihr, warum es in manchen Dingen Limits gibt und warum man sie in manchen Dingen auch einschalten sollte. Riso, du lernst es auch noch. Nein, natürlich, Riso ist ein toller Content Creator. Ich feiere fast jedes seiner Videos und ja, ich freue mich immer, wenn was Neues kommt. Allerdings gucke ich auch nicht alle Videos von ihm. Weil alles kann man sich auch nicht angucken. Aber die meisten Videos schon, ja. Und tschüss. Oh oh. Was ist denn hier passiert? Der Laptop hat sich selbstständig Hallo? Gemacht. Das war von alleine? Ich bezweifle das ganz stark, dass das von alleine war. What the fuck? Die Vögel können... Ja, siehst du, jetzt muss man die Vögel in Schutz nehmen. Die Vögel haben damit nichts zu tun. Aber gut, dass es einen Videobeweis gibt. Ja, ja. Kommt jetzt das Where gesamte kommunistische Manifest? Also wir hören uns jetzt das kommunistische Manifest an. Tut mir leid, dass der Stream ab jetzt... Ab jetzt hören wir die ganze Zeit ununterbrochen das kommunistische Manifest. Two things result from this fact. Okay. Unterbrech, also das weiß selbst ich und ich bin im Gegensatz zu Riso eine Anfängerin. In so einem Fall unterbricht man den Stream und fertig. Oder man schaltet diese Tonquelle einfach mal aus. Wie wär's damit? Ich meine nur, klar, ist zwar schwierig, wenn man den Ton dafür, diese Tonquelle braucht, aber dann kann man, wie gesagt, Stream kurz unterbrechen und wieder neu starten. Ich sah eine Granate hinterher. Oh, fuck! Das war aber Glück. Das war Glück. Aber wieder so ein typisches Beispiel wie für Augen auf beim Granatenwerfen. Ja, genau. Communism is already acknowledged by all Haben sie den ganzen Stream reingeschnitten? Zwei. It is high time that communists should openly in the face of the whole world publish their views. Wie lange hat er das mitgemacht? Also ich muss sagen, den Stream habe ich nicht gesehen oder auch das Video dazu nicht gesehen. Aber wie lange hat er das mitgemacht? Ungewöhnlich. Tolo, schlaf schön, was Schönes. Guck dir diesen wunderschönen Mond da draußen an. Ja, da flog der Vogel gegen die Scheibe. Aber die Scheibe war schon sehr haltbar. Sie hat nur Knacks gekriegt. Ich hatte auch nur 3 Piep-7 im Portemonnaie und guck mal, was aus dir geworden ist. Es ist ein Störer! Es ist ein Störer! Ja! Ja, wir haben den Störer geangelt! Ja, ist glücklich. Mein Stiefvater hat mir damals gesagt, dass es besser ist, jemand mit einem Löffel aufzuschlitzen, weil der Löffel zwar stumpfer ist, aber im Endeffekt mehr wehtut. Ich kann nur stolz sagen, das ist meine Tochter. Ich habe ADHS und Borderline. Also den Teil mit ihrer Mutter habe ich mitbekommen. Aber dieser Zwischenzusammenschnitt, ich weiß nicht, ob man da als Mutter wirklich dann stolz drauf sein sollte. Ja, also ich könnte jetzt zu diesem Thema auch was sagen, was mich persönlich betrifft, aber ich lasse das. Ach, du hast es geschafft. Es muss weitergehen. Frau kommt mit an Bord. Leb wohl, Großmark. Ich verlasse dich. Und schicken wir Frau, oder nicht schicken, sondern kutschieren wir Frau rüber zu ihrem neuen Boing. Was? Rumpf beschädigt? Architektin über Bord gegangen? Ich habe den Strand gerammt. Sieht man mal, wie gefährlich der Strand in dem Spiel ist. Ah, geil. Aber man kann die Frau mit an Bord nehmen, indem man sie rüberzieht? Interessant, interessant.
Ich glaube, dass. Katze! Nein. Na, ah! Oh, Chonto. Warum? Ich will doch. Ach. Wenn Katzen die Aufmerksamkeit wollen, dann wollen sie die Aufmerksamkeit und dann nutzen sie das und nehmen die voll in Anspruch. Da ist egal, was du gerade machst. Ob du streamst, ob du in der Badewanne sitzt, ob du weggehen möchtest, uninteressant. Die Katze will Aufmerksamkeit, also gibst du der Katze die Aufmerksamkeit. Das Los eines Katzenbesitzers. Halt dein Maul, Toro! Oh Gott, jetzt tut's mir leid. Jetzt tut's mir leid. Aber er wollte anfangen mit so einer langen Story. Und oh. Das war süß. Erst nicht und dann doch. Ja, Toro, ich mag ihn. Immersive Engineering dabei sein, sofern es dann wirklich läuft. Nein! Oh. Ja, und das war's. Ja, der Moment, in dem du feststellst, dass du zu viel abgebaut hast oder das Spiel einen Bug hat. Je nachdem. Ja, genau. So, hier, ne? Hier, guck mal, Netflix. Es ist Netflix. Hallo, das ist Netflix. Und das ist der Onkel from another world. Und jetzt hör mal hin. Hi, Kleiner. Ich bin der Onkel vom Kanal Uncle from another world. Der Name sagt mir nichts. Bist du so ein Gronkh-Typ, der Let's Plays macht? Ja. Ja, nun, wusstest du davon? Ich wusste gar nichts davon. Ja. Ey, das ist cool. Also, so einfach mal in den Anime reingeschnitten zu werden als Übersetzung, das ist auch eine Auszeichnung. Gut, okay, Gronkh kennt ja eigentlich fast jeder, deswegen, aber das ist wirklich eine Auszeichnung, finde ich zumindest. Oh, aber jetzt haben wir ein Problem mit dem Stream, ne? Aber ich kann doch eigentlich, oh, das könnte jetzt kritisch werden. Nö, wird's nicht. Nee, wurde es nicht. Der Stream hat selbst das Problem behoben. Er ist einfach ausgefallen. Ah, ja, ja. Okay, also Leute, das war's mit Twitch Clips Germany. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich Twitch Clips Germany. Tschüssi. Gern geschehen. Soll ich noch sagen, dass ich dazu gezwungen wurde? Ja, das war die Twitch Clips Germany Folge 200, die Jubiläumsfolge. Und ich muss sagen, es war eine schöne Folge, auch wenn ich zwischendrin meine Probleme hatte. Und ja, da muss ich mir was überlegen, weil ja, das nochmal aufnehmen, das wird problematisch. Weil ich nutze es ja immer, dass ich das vorher nicht gesehen habe und weiß, okay, es ist was, ich reagiere darauf, ohne zu wissen, was kommt. Das ist ja das Tolle daran. Ja, genau. Aber erstmal machen wir natürlich das, was wir immer machen. Abonniert habe ich schon. Wenn es euch gefallen hat, natürlich das Gleiche auch bei den Kollegen von Twitch Clips Germany. Ein Däumchen nach oben gibt es von mir auch. Und ja, bevor ihr jetzt darüber springt, macht ihr das Ganze bitte schön natürlich bei mir. Heute kann ich es mal sagen, während er dabei ist. Unser Schildi. Wenn euch das gefällt, es sind immer noch viel, viel zu wenige, die ein Like da lassen, wenn sie sich das hier angucken. Auf YouTube. Oder das Abo abschließen. Die Glocke, wie gesagt, das verstehe ich noch ein bisschen, dass das nicht so viele machen. Muss ja auch nicht sein. Schießt schon endlich, wisst ihr, wann von mir die Videos kommen. Im Normalfall. Und daher ist, ja. Worauf beziehst du das jetzt mit, dass kein Zuschauer 20 Minuten was gesagt hat? Ja, ja. Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, am häufigsten bei mir im Stream redet wirklich der Kistenkater.
Und, ach so, ja, stimmt, stimmt, das ist klar. Ich muss auch mal ganz ehrlich mit meiner Mod reden, weil die hätte das eigentlich mitkriegen müssen und sagen müssen, hier, da ist was. Ich muss mal mit ihr reden, warum und wieso sie das nicht gemacht hat. Ich glaube, der nehme ich das Mod wieder weg. Also es war wirklich, wirklich problematisch. Also das ärgert mich jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, aber nichtsdestotrotz, Fehler passieren. Wir sind alle Menschen. Menschen machen Fehler. Manche Menschen machen viele Fehler, andere nur wenige. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wäre schön, Abo, Like da lassen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder mit der nächsten Folge Twitch Tips Germany in der nächsten Woche. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.